In diesem Video haben wir was richtig krasses gefunden. Es gibt einfach in Brookhaven zwei Meerjungfrauen, die sich aber natürlich jederzeit verwandeln können. Ihr werdet es mir sowieso nicht glauben, also schaut am besten selber dieses Video und überzeugt euch. Ich würde mich nur sehr dolle freuen, wenn du jetzt einen Daumen nach oben da lässt und schon mal ein Abo gibst, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Let's go! Was ein schöner, sonniger, warmer Herbsttag. Ich liebe Brookhaven im Herbst. Die Bäume sind schon orange, die Blätter fallen bald und hier am Strand gehen noch welche baden? Warte mal, hallo? Hey, das ist doch viel zu kalt mittlerweile zu baden. Okay, wir gehen die erst auf jeden Fall mal fragen, aber erstmal... Hey, Freunde! Na, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben da. Würde mich super, super dolle freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und wir sind heute mal wieder in Brookhaven. Das habt ihr sicherlich alle schon gesehen. Und hier sind anscheinend noch welche baden. Alter, die trauen sich echt was, weil ich meine, das Wasser ist schon übel kalt. Papa, hey Papa, du wirst mir niemals glauben, was ich gerade gesehen habe. Kleiner, komm erst mal rüber geschwommen. Ich komme schon, Papa. Das Wasser ist schon echt kalt, muss ich sagen. Was hast denn du da nun drüben gesehen, Kleiner? Das glaubst du mir sowieso nicht. Ich habe gerade einfach ein Mädchen gesehen. Und wenn das ins Wasser geht, dann wird es einfach eine Meerjungfrau. Ja, ja, eine Meerjungfrau. Du hast doch schon wieder zu viel Fernsehen geschaut, Kleiner. Nein, du musst mir glauben. Wirklich, eine Meerjungfrau mit Flossen und sowas. Das will ich mit meinen eigenen Augen sehen, das glaube ich dir nicht. Wow, Freunde, habt ihr das gehört? Was machst du hier hinter? Nichts, nichts natürlich. Hast du uns etwa belauscht? Ich glaube, er hat uns zugehört, Papa. Ja, aus Versehen, ehrlich gesagt. Ich bin ehrlich, ich habe euch aus Versehen zugehört, aber ich weiß wirklich von nichts. Ich weiß es nicht und ich werde auch nichts verraten, wirklich. Ach, ist mir doch egal. Ich glaube eh nicht dran, was mein Sohn mir gesagt hat. Das hat aber übel realistisch geklungen. Ich meine, gibt's sowas, Freunde? Hey, komm, lass uns doch mal gemeinsam dort gucken gehen. Ich bleibe hier. Ihr glaubt mir sowieso nicht. Na gut, Kleiner, dann warte wenigstens hier. Oh mein Gott, Freunde, ich will auch unbedingt wissen, ob das stimmt, dass es da eine Meerjungfrau gibt. Aber wie sollen wir das bitte machen? Ich meine, wir kommen doch jetzt nicht einfach hier in irgendein Haus rein. Da ist wirklich jemand. Hallo? Hallo? Ding Dong, Meerjungfrau-Apparat hier. Ja, ich weiß nicht, was der für ein Schwachsinn redet. Wir wollten uns nur mal euer cooles Haus anschauen. Das ist ja richtig cool. Unser Haus wurde neu gebaut. Extra mit Wasser und sowas. Meinen Sie etwa für Meerjungfrauen? Meerjungfrauen? Nein, selbstverständlich gibt es sowas nicht. Da müssen sie sich verschaut haben. Ich hab's doch gesagt, mein Sohn hat irgendwelche Fantasien im Kopf gehabt. Es gibt keine Meerjungfrauen. Oder siehst du bei ihr irgendwelche Flossen dran? Nein, ich kann euch gerne beweisen, ich bin keine Meerjungfrau. Und ich habe auch noch keine gesehen in den letzten Monaten. Ihr könnt euch auch gerne selbst überzeugen. Schaut mich an. Ja, guck dir das mal an. Sie rennt sogar im Kreis. Sie hat keine Meerjungfrauenflossen. Ach gut. Es tut uns leid für die Störung. Wir werden wieder abdampfen. Komm, los. Wir haben hier nichts zu suchen. Mann, oh Mann, oh Mann. Der Kleine hat einfach irgendwas gesehen, aber ich glaube nicht, dass das gestimmt hat. Kleiner, wir haben es dir doch gesagt. Es gibt keine Meerjungfrauen. Doch, Papa, doch. Du musst mir glauben. Ich glaube allerdings auch nicht dran. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Tag. Los, Kleiner, es geht ab nach Hause. Mama wartet. Ja, ciao, ihr beiden. Und da hinten soll angeblich das Haus stehen, wo eine Meerjungfrau drin ist. Aber, Freunde, man sollte nicht alles glauben. Na gut, wir fahren dann auf jeden Fall mal weiter. Let's go. So, fast zur Warte mal, wo ist meine Oh nein, ich habe, glaube ich, meine Sonnenbrille gerade am Strand verloren. Mist, Freunde. Nicht, dass die jemand anderes findet. Die war übel teuer. Schnell, schnell nochmal zum Strand fahren, Freunde. So, oh Gott, vorsichtig natürlich fahren. Hier irgendwo muss meine Sonnenbrille sein. Wo ist die? Ich muss die doch hier gerade irgendwo verloren haben. Irgendwo hier, Freunde. Warte mal, was ist das denn dort? Hä? Da schwimmt doch jemand mit einer Flosse. Seht ihr das? Spinne ich? Oder was? Hey, du da! Hey, warte mal. Die hat ja wirklich eine Flosse. Stehen geblieben. Oh Gott, ey, warte mal, hat der Kleine doch nicht gelogen? Hey, du da, wo bist du? Warte, warte, warte. Hallo? Wen wollen Sie? Auf wen warten Sie? Was machen Sie schon wieder vor meinem Haus? Hey, Meerjungfrau, wo bist du?
Warte mal, du hattest doch noch gerade eben so einen Meerjungfrauenschwanz. Du warst doch eine Meerjungfrau, oder nicht? Meerjungfrauen? Sowas gibt es doch überhaupt gar nicht. Da musst du dich verguckt haben, glaube ich. Und jetzt gefälligst raus aus meinem Haus. Wir haben hier nichts zu verlieren. Ich habe doch... Oh Mann, Freunde. Ich habe es doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Der Kleine hat wahrscheinlich doch nicht gelogen und hat komplett recht gehabt. Es gibt eine Meerjungfrau. Aber so, wie die sich verhält, ist die ganz normal, Freunde. Ich will sie natürlich auch nicht beobachten. Aber irgendwie würde ich schon gerne wissen wollen, ob es wirklich eine Meerjungfrau gibt. Pass auf, wir werden unser Fernglas nehmen und werden uns jetzt ein bisschen verstecken. Ich meine, jemanden zu beobachten ist ja nicht schlimm, oder, Freunde? So, ich glaube, sie ist weg. Also, wir sehen sie nicht mehr und sie uns auch nicht mehr. Und ich habe mein Fernglas und meine Taschenlampe ausgepackt. So, mal gucken. Können wir irgendwie was sehen? So, wir sind in ihrem Haus. Ich sehe nicht mal sie, Freunde. Mist, wo ist die? Okay, die ist leider nicht da. Okay, aber es wird auch schon dunkel. Vielleicht können wir sie jetzt in der Nacht irgendwie beobachten und herausfinden, ob es doch eine Meerjungfrau gibt, Freunde. Was sagt ihr? Lasst jetzt mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr gerne wollt, dass wir diese Meerjungfrau, also meiner Meinung nach ist es eine Meerjungfrau, weiterhin beobachten. Und wenn wir das herausfinden, Freunde, wäre das ein krasser Zufall, weil sowas gibt es noch nicht oder sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Das wäre ultra heftig. Ich sehe nichts. Wo ist die? Okay, warte mal, wir könnten ja mal weiter nach unten gehen. Ich habe absolut gar nichts gesehen. So, jetzt vielleicht sehen wir jemanden? Nein, warte mal, da hat sich was bewegt. Da schwimmt jemand mit der Flosse, Freunde. Ich habe es gesehen, warte mal. Ich glaube, von hier oben sehen wir sie noch besser. Da unten, da, ihr seht es. Da schwimmt wirklich jemand mit einer Flosse. Sie ist da draußen. Das ist die Meerjungfrau. Der Kleine hatte doch recht. Wir müssen die... Alter, ich will unbedingt mit der reden. Mit einer Meerjungfrau. Das hat noch niemand geschafft, mit einer Meerjungfrau zu reden. Alter, wir haben einfach eine geheime Meerjungfrau gefunden. Let's go, wir gehen mal hin. Hallo, ich klingel doch schon. Oh, was stören Sie denn mitten in der Nacht? Ey, ich weiß, dass Sie eine Meerjungfrau sind. Wo sind Ihre Flossen denn schon wieder nun hin? Flossen? Nein, es gibt keine Meerjungfrauen. Wir sind keine Meerjungfrauen. Warte mal, was hat die gerade gesagt? Die hat doch wir gesagt, Freunde. Gibt es vielleicht noch eine zweite von ihr? Das würde ich echt wissen wollen. Ich möchte gerne das Haus durchsuchen. Hey, Sie dürfen nicht einfach unser Haus durchsuchen. Hauen Sie ab hier. Oh Mann, aber ich will wissen, ob sie wirklich eine Meerjungfrau ist. Ich weiß doch, irgendwo ist sie. Komm, los, zeig mir dich. Du musst einfach nur zeigen. Bleiben Sie sofort stehen, was soll das? Das ist Haus Friedensbruch. Ich rufe gleich die... nein, lieber doch keine Polizei. Wow, und was passiert denn jetzt auf einmal? Nein, was passiert hier? Warte mal, was ist denn nun passiert? Sie haben sich... Du bist eine Meerjungfrau. Ich brauche Wasser, nein. Warte mal, du bist doch eine geheime Meerjungfrau. Ich wusste es doch. Ach Mist, ihr habt mich ertappt. Ich darf mich nicht ertappen lassen. Ich bin eine Meerjungfrau. Wenn das jemand weiß, dass ich eine Meerjungfrau bin, dann habe ich ein riesiges Problem in Brookhaven. Niemand wird mit mir befreundet sein wollen, weil Meerjungfrauen sowas wie verfluchte Menschen sind. Nein, Meerjungfrauen sind doch keine verfluchten Menschen. Was erzählst du denn da? Aber ich wusste es. Der Kleine hat da den ganzen Tag heute recht gehabt, Freunde. Ja, aber bitte tu mir einen Gefallen und verrate mich nicht. Ich weiß, ich bin eine Meerjungfrau. Warte mal, gibt es eigentlich von dir noch mehr? Ja, es gibt noch meine Schwester. Aber bitte verrate uns nicht. Wo ist denn die Schwester? Wo? Hier ist die Schwester, Freunde. Ja, sie ist gerade nicht nass geworden. Deswegen ist sie nun auch keine Meerjungfrau. Das passiert nun mal bei uns. Hey, wer sind sie? Warte mal, zwei Meerjungfrauen. Oh mein Gott, wie krass, Freunde. Die eine ist gerade eine Meerjungfrau und die andere natürlich nicht. Weil die eine gerade einen Wassertropfen abbekommen hat, ist die eine Meerjungfrau und die andere nicht. Alter, wie krass bitte. Guckt euch das mal an. Let's go. Alter, wie geil ist das denn? Und ja, schönes Haus habt ihr hier. Okay, okay, okay. Tu uns bitte einen Gefallen und verrate uns nicht. Nein, keine Sorge, ich werde euch nicht verraten. Ich werde jetzt auch nach Hause gehen und... Glaubt mir, ich werde euch verteidigen. Ihr seid echt nett gewesen. Ich werde euch gar nichts tun. Aber Freunde, ich werde dann mal abhauen und die Meerjungfrauen alleine lassen. Oh Mann, wie fandet ihr das heute, dass wir Meerjungfrauen gefunden haben? Ich fand es echt ultra, ultra geil cool, muss ich sagen. Wenn ihr gerne mehr solch coolen Videos von Brookhaven und mir sehen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Ein Däumchen nach oben wäre ein echt cooles Träumchen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss.